Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Staffel Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. An meiner Seite darf ich endlich wieder begrüßen den lieben Manu. Aloha. So, und ihr seht schon hier die beiden Ausgangsstädte Kantopolis und Aschaffenburg auf unserer Karte. Staffel 6, die Rettungsstaffel. Ich hoffe, ihr habt euch den Trailer angeguckt und seid genauso angefixt wie wir. Wir haben hier die Städte nochmal neu verteilt. Das sind derzeit 6 an der Zahl. Hier hinten haben wir noch 3 neu zu vergeben. Genauso wie hier unten 1. Und außerdem haben wir viele, viele Industrien, die ziemlich alleine auf einer Insel sind. Da müssen wir mal gucken, wie wir die so ein bisschen anbinden. Wir haben diesmal ein bisschen Ausgangsstellung geändert. Kantopolis. Okay, ja, diesmal trotzdem wieder die Kaffeeherstellung. Aber diesmal gibt es in Kantopolis Baumaterialien. Ist das nicht super? Und in Aschaffenburg gibt es diesmal die tollen Burger. Die sind bestimmt besser aus als Kantopolis, wa? Naja, sagen wir so, sie sind auf jeden Fall preisgünstiger bei selber Leistung. Oh, das ist ja mal ein Battle hier. Okay, ja, wir fangen gleich mal an. Wir haben alle Städte ländlich begrenzt. Die großen Städte auf 150, die kleinen auf 100 Landnutzung. Und weil wir wollen nicht wieder die XXL Großstädte haben, sondern wir wollen ein bisschen entspannte Kleinstädte haben. Guck mal, jetzt habe ich das hier schon verkekst, die kleine Straße abzureißen. Aber ich reiße sie mir trotzdem weg. Weil das ist nicht gut. Guck mal, kriege ich trotzdem noch hin. Das sind meine ersten Ausgaben, die ich habe. Habe ich gut hingekriegt. So, und dann... Kaufen. Ja, ich bin dabei. Nicht, dass sie wieder auf irgendwelche komischen Ideen kommen hier. Da hinten können sie sich anbinden, der Rest ist mir egal. Okay, so. Also, wir werden jetzt als erstes Stadtverkehre herstellen und die haben wir, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, die haben wir Kohle vorhanden, die haben wir Eisen und Stahl. Aus Stahl machen wir Schlacke, aus Eisen und Kohle machen wir Stahl und Schlacke. Die können wir hier in eine Baumaterialfabrik geben und dann gucken wir, dass wir die exportieren und ein bisschen Talerchen reinkriegen. Gut, wir werden am Anfang auch erstmal viele Schiffsverkehre haben. Ne, Tramgleis will ich nicht. Obwohl, vielleicht können wir auch mal Tram nehmen bei mir. Was? Wer hat Kante ausgetauscht? Was ist in der Zwischenzeit mit dir passiert? Ja. War die Abstinenz von Transport Fever so schlimm? Ja, war grausam. Also ich habe es sehr vermisst. Wenn dich nicht beeilst, dann hast du gleich keinen Platz mehr zum Bauen. Ja, ne? Das befürchte ich auch irgendwie so schon fast. Ich würde eigentlich ganz gerne einen Zombie in der Mitte haben, aber wenn ich das so mir angucke, dann... Wird das ein teures Unterfangen? Also ich würde den Zob eher außerhalb bauen für den Anfang. Na nö, na mo, nö. Kosten 163.000. Mit der Option zu erweitern später. Ja komm, können wir machen. Bin dich. So. Haben wir mal das neue N-Unsnap-Tool ausprobiert. So. Noch ein paar Haltestellen durch die... Jetzt hast du schon eine Querstraße hingezaubert. Na, die finde ich aber auch nicht so uninteressant. Also die wäre für meinen Zopf vielleicht schon viel interessanter. Also, na, nee, wegen den Gebäuden nicht. Kann ich hier an der Straße... Nee. Mehr weniger. Genau. So, okay. Ein paar Haltestellen. Also. Wir haben natürlich auch noch dazu ein kleines Regelwerk aufgestellt. Wir haben am Anfang eigentlich keine Kohle dafür. Müssen wir später machen. Bauen wir noch ein paar Haltestellen. So, wir haben hier jetzt einen ein Wirkungsbereich, der mich hoch erfreut. Das heißt, drüben brauchst du noch eine Haltestelle und im Bogen da hinten. Das sind die neuesten. Das sind die neuesten, genau. Hier, warte mal, wir wollen hier hin und zurück. Hier unten lassen wir dann, glaube ich, weg, ne? Nee, ja, drei Haltestellen, die da noch fehlen. Ja, kannst du ja unten verbinden, die Straße, und dann kannst du unten rumschicken. Kannst ja einen Rechtsabbieger machen sogar, wenn du so weiter machst. Rechts, also Schneckensystem, sagst du? Ja, sowas in der Art. Muss ja auch noch drüben ins Industriegebiet.
Also fahren wir hier einmal rum. Halten hier oben einmal. Hinten zurück aber. Weil dann fahren wir nämlich von hier aus rein, laden ab, auf und fahren hier wieder. Oh, es wird langsam interessant. Ja, langsam wird es wirklich interessant. Wenn du jetzt dich nicht beeilst, kriegst du nur immer mal eine andere Stelle an die Straße, wenn es so weitergeht. So? Ja, ja. So, und dann muss ich jetzt nochmal gucken. Ja, dann fahren wir oben einmal rum, genau. Ja. So, wir wollen ja eh eine Ringlinie machen draus. Mhm. Du wolltest eine Ringlinie bauen. Dann bin ich auch jetzt echt. Also, okay. Dann, hier kommen wir schon wieder Bahnhof ran, da auch. Was ist da für eine Reichweite hat der Zopp, ne? Mhm. Also halten wir hier hinten. Ja. Oben nochmal im Winkel, oder? Oben nochmal im Winkel, genau. So, dass wir nicht am Bahnhof rankommen. Und hier hinten dann auch nochmal. Und dann könnten wir das sogar nachher noch mit dem Schiff verbinden. Erste Linie. NV, KA, Bus 1. KA. Ja, Bus 1, komm. Vielleicht bauen wir ja auch mal eine Tram. Könnt ihr mal die Zuschauer können ja mal sagen, wenn ihr auch mal eine Tram kann. Du. Kannst ja auch eine Tram dann zum Ding bauen. Interessant. Wenn ich jetzt hier unten rumfahre, da oben und an der Burgstraße, dann könnte ich theoretisch auch hier reinfahren. Aber nee, dann würde ich die hier oben auslassen. Ja. Das dreht er echt um, das ist der kürzere Weg, ja. Also noch einen Wegpunkt setzen. Echt noch einen Wegpunkt setzen, einen teuren Wegpunkt kaufen. Okay. Also von der Friedhofstraße müssen wir doch nochmal hier hinten rumfahren, damit wir hier rein. Wieder raus und dann noch mal die große Runde drehen. Okay, so. Ein Fahrzeugdepot. Ja, möchtest du es denn hinstellen? Ich würde dir empfehlen, so viel Kohle, Öl. Ja, Öl wollte ich eigentlich da hinten so hinstellen, so beim Wald. Wir wollen dann wieder so ein bisschen nachhaltig sein, ne? Was? Dann nicht in der Beschreibung drin. Ne, bei dir nicht, ne? So, also wir sind 1980, ja, nicht vergessen. Passagier. Das heißt, wir müssen uns schon echt Gedanken machen, was wir jetzt nehmen. Das heißt, es müsste nicht zu schnell fahren. Die fahren jetzt schon alle 80, überladen 80, 80, 80, 93. Auch hier, guck mal, so ein Fishbowl. Der ist zwar schon 45, nee, gar nichts. War 59, 20 Jahre alt, wenn wir ihn kaufen, aber wäre ja durchaus 90. Weiter oben noch was. Ah, der Citroën. Dann O5300. Setra. 6600. Hier ein CIS. Ha, den nehmen wir. Ja. Bin ich dann noch mit einem anderen Projekt. Guckst du dann nochmal auf die letzte Haltestelle? Da gab es einen Hinweis aus der Regie. In der Linie, dass es die falsche Seite ist. Das könnte durchaus sein, ja. Ich habe zu viele Busse gekauft, aber egal. So, Linie. Die Friedhofstraße, da ist ja zweimal die 1. Oder? Ne, 1, 2, ne, passt. Ja, genau, passt. Ja, aber lieber noch dreimal gucken, als zweimal falsch haben. Hm, kommt aus der Regie auch noch Pferdekutschen als Alternativen, wenn es zu teuer wird. Ja, durchaus. Aber erstmal will ich hier hinten die Straße nochmal weghaben. Warum kriege ich eigentlich kein Geld dafür wieder? Weil du sie nicht gebaut hast? Ja, aber die gehören noch zu meiner Stadt. So, erstmal schon mal das Geld ausgeben, damit Manu gleich weniger zur Verfügung hat. Dann machen wir eine Runde daraus. Ein bisschen hübscher und nachher besser zu fahren. Oh. Wenn ich mir das jetzt angucke, die wollen die ganze Zeit jetzt geradeaus so weiterbauen, ne? Das möchte ich nicht. Ich möchte wenn dann gerade bauen. Echt? Lässt das Haus nicht zu, oder? Ja, dann nimm doch eine kleinere Straße.
meinst in der Hoffnung, dass es später sich selbst ausbaut, erstmal. Sich selbst ausbaut, ja. Okay. Oder wir es später ausbauen, wenn das Haus nicht mehr da ist. Genau. Na gut, das geht von der Entfernung her, dann das können wir auch immer noch abreißen. Alter Schwede. Ich komme jetzt zu nichts. Deine ersten Busse holen und die ersten Passagiere stehen schon an den Haltestellen. Das ist ja schon mal. Okay, gehen wir zu dir rüber. Schnell sind die bitte. Ist doch nur 50 erlaubt. Ja. Okay. Ab nach Aschaffenburg. Mal gucken, was du da hinkriegst. Mal gucken, was ich da hinkriegen soll. Oh Gott, die Straße links kannst du gleich schon abreißen. Welche? Die, der direkt an den anderen andockt. So mit kurzem Abstand. Achso. Die würde ich entsorgen. Kann man gerne dann die andere Richtung verlängern hinten. Das ist aber cool mit den Dingern, ja. Also machen wir jetzt erstmal gerade weiter. Ja. Und dann gehen wir von hier runter. Genau. Dann auf die Straße zu. Erst mal ordentliches Niveau haben. So, ja. Ja, so sieht das auch immer deutlich besser aus. Und damit die nicht auf blöde Ideen kommen, so, kaufen wir da schon gleich. Kaufen wir die kleine Straße da hinten auf jeden Fall. Hey, gleich neue Fahrzeuge hier. 1981. Ich scroll mal durch. Interessiert uns ja eigentlich noch nicht so weit. Bis wir bei Zügen sind, werden noch ein paar Folgen ins Land gehen. Also ich hätte gerne TGV, einmal gerne als Stadtbahn. So, da haben wir die nächste Straße, die bitte noch entsorgt wird. Hab ich. Danke. Da könnten wir das ja auch mit neu anbinden, ja. Gleich mal ordentlich anbinden. Hier ran. Gerade. Und dann so? Ja. Ja. Nee. Und die denn da? Besser. Ja. Sehe ich auch so. So. Überlegen wir doch mal, wo wir unseren Zopf hinzaubern. Also du wolltest jetzt hier hinten eigentlich meinen Hafen hier in die Ecke haben. Das heißt, da kommt ein Zopp hin. Kommt definitiv ein Zopp hin. Gut. So. Dann bauen wir hier schon mal einen erweiterbaren Zopp. Auch auf Wald so ein bisschen Rücksicht nehmen oder ist dir alles egal? Hauptsache Industrie. Du musst ja eh aufforsten. Ja, ich habe nicht so viel Land zum Aufforsten. Ja, dann nimm Seetang. Oh, Zeit ist noch ein guter Faktor, Manu. Ja, wir müssen, glaube ich, hier eine Bremse reinhauen. Ein Viertel, ja, würde ich sagen. Kam gerade aus der Regie, sonst sind wir gleich schon 22. Jahrhundert, hier wo ich gerade. 21. Jahrhundert, Entschuldigung. Bin ein bisschen aufgeregt. So, Haben wir den gleich mal weiter hier runter und gehen dann mit der 10 Meter Straße da drauf, oder? Ja. Oder willst du mit der 10 Meter Straße da hinten drin gehen direkt? Nee, die kürzere, die erste Alternative. Okay. So, den habe ich extra so platziert, den haben wir noch in alle Richtungen erweiterbar. Aber ohne Strom gebaut, ist ja wieder typisch, Kante. Ja. Konnten wir die nicht nachrichten? Nee, ne? Ich glaube, das war das Einzige, was wir nicht konnten bei dem, ne? Ja. Ich probiere es nochmal. Okay. Nö. Das mag er nicht.
Dann bauen wir der Gerät nochmal mit Strom. Ja. Mhm. Da muss der andere Kram ja auch wieder mit Strom auch machen. Das sind aber wieder extra Kosten. Die machen nur wieder dumm. Okay, so, wie wolltest du denn jetzt einmal hier durchbrauseln? Lass mal kurz gucken. Also diesen Rundkurs finde ich schon gar nicht so schlecht. Kommst du theoretisch auch schon an alles ran. Ja. Diesen Fischkurs nehmen wir. Einmal durch die Bogen. Einmal die Fischlinie. Mhm. Welche Haltestelle hätten Sie gerne? Ja, die mit den mit dem Spitzdach, die recht, also die dunkle. Die 1850er. Gott. Ja, also wenn wir gar nicht erst im Weg stehen, fangen wir hier unten an. Mhm. Und kommen auf der anderen Straße zurück. Richtig? Nö, ich würde sogar weiter hinten rumfahren. Echt? Ja. Oben lang. Extra Forestchen da. Ah. Dann kriegst du hier hinten noch eine Haltestelle. Genau. So. Ja, da in der Mitte, genau. Dann hast du den halben, hast du die meisten Stadtkerne ja schon. Ja, ja. Genau. Ist ja in Ordnung. So. Dann Kurve, na, nach der Kurve. Also in der Kurve geht, nach der Kurve oder vor der Kurve? Nach der Kurve. Nach der Kurve, jawohl. Ja. Dann. Ja, da mittig, ja, passt. Jo, ja, alles abgetickt haben im ersten Step. So. Willst du hier noch gegenüberliegende Haltestellen haben, dass wir direkt umsteigen können? Ja, bitte. Oder wir haben hier unten noch eine Haltestelle, womit sie dann darüber rennen. Und die sind auch miteinander verbunden. Sind alle miteinander verbunden, aber wir können ja nochmal aus einfachen technischen Gründen nochmal den gemütlichen Kurs machen. Ja. Komfort her. So, zack. Mhm. Wird demnächst auch interessant, wenn da die gegenläufige Linie kommt. Tolle Farbe. Ja, NV, AB, Tram 1. Wird schon wieder okay, also von hier Aschaffenburg Süd. Mhm. Schillerstraße. Ja. Mozart. Echt? Das soll ja geil. Schiller, Mozart, ich dachte, jetzt geht das noch weiter hier. Beethoven. Nein, das ist nicht. Bergstraße, Neue Straße, Birkenstraße, Schillerstraße. Schillerstraße, genau. Das passt auch. Damit jetzt haben noch die Schienen in die Straße rein. Auch klappustern, noch. Ja. Kannst du das nicht mit den Trams mal machen? Nee. Wir haben ja keine Trennscheibe drin. So, ich dachte, die wären damit inbegriffen. Nee. Radkonstruktion sieht anders aus. Spurkranz. So, und am Depot könnten wir eigentlich dann der Ausfallstraße mit ranbauen. Zum Zup. An der Ausfallstraße? Also hier. Ja, da in dem Bereich. Das BW hinsetzen, das Betriebswerk. Ich setze es mal ein bisschen außerhalb, weil eventuell ja noch ein wir irgendwann vielleicht nur mal über die Insel fahren müssen, ja. Mhm. Wollen. Ne, das sind die Inseln gar nicht. Wir fahren da hinten darüber. Okay. So, dann gucken wir doch mal, was wir für Trams zur Auswahl haben. Gibt keine Trams in Ausverkauf, habe ich gerade gehört. Sind alle zu groß. Was haben wir denn? Irgendwas, was 50 fährt. Kapazität. Oder Geschwindigkeit. Ja, mir ist es egal, musst du wissen. Dann machen wir mal nach Höchstgeschwindigkeit 50 km/h.
Höchstgeschwindigkeit. Du bist schon zu weit unten. Ach so. Ram sollte zwischen 50 und 60 km/h haben. Arsch, sieht gut aus. Toronto, Mirage, Mirage in klein. 28, hatten wir den echt so hoch gedreht? Nö. Eigentlich hatten wir ihn runtergedreht, ne? Aber ja. Können wir immer noch mal machen. Mirage. Also den hätten wir. Gibt sogar eine kleine Nummer größer. Also die ganz kleine Mirage. Ja. So, dann setzt da mal 6 Stück von drauf oder so. So viel Einwohner hast du nicht mal. So, Tram 1, genau. Ich brauche gerade noch meine Busse lackieren, aber die haben ja schon Linienfarbe. Möchtest du deine Trams lackieren? Mal gucken, wie es ausschaut. So ein dunkles Grün müsste das ja rein, ne? Mhm. Oh. Ja, nehmen wir. Würde ich auch. Ach, sind die süß. Hätte ich auch genommen. Oh, guck mal, die Blinker machen sogar hier einen Hoch-Runter-Blinker da, wo ich gerade ja, sah. Das war früher Standard. Boah, läuft das flüssig, ist das herrlich. So, also hier haben wir auch den Nahverkehr etabliert. Das heißt, wir fangen jetzt an und bauen zwei Häfen. Schiffslinien, ja, zwei Häfen und zwei Schiffslinien. Genau, einmal haben wir den Hafen hier. Ich guck mal, wie weit wir den rauskriegen. Ja, so. Oh, ja, da. So, ja. Oh, oh, oh. Das ist schon mal gut aus. Das finde ich auch. Damit wir ja. Da auch schon mal den Weg haben. Naja, können wir auch über Land nehmen, warte mal. Da ist da ein bisschen. Ja, ein paar Lampen wären schon ganz praktisch am Straßenrand. Was? Und ohne Strom. Grünes Türmchen. Okay, mach keine Laternen. Doch, war da. Doch, Laternen sind dran. Gut. Ja, Tag, Nacht und so geht er leider noch nicht. Nö. Ist ja nicht schlimm. Das hast du so. Und nachher sagst du wieder auch Kante. Hättest du mal was gesagt. So, das heißt, da können sie hinrennen. Ich möchte das jetzt noch nicht zu sehr verbauen, sollten wir den Zopf noch mal abbauen. Achso, Kappe habe ich jetzt falsch gebaut, ne? Mhm. Kannst du aber auch konfigurieren, oder? Ja, müsste ich aber neu bauen. Stimmt, ja. Ja. Hat jetzt 600, 150. Na ja, gut, wir werden jetzt da noch nicht drauf zugehen. Wir können immer noch nachher Gebäude neben dran setzen. Gebäude neben dran setzen, genau. Wird eh ein Großhafen werden. Bei der Masse. Voraussichtlich ja. Gut. Theoretisch müssen wir auch so ein Gerät da haben. Rauskommen in die Fahrrinne. Also wäre es so. Oh, wäre sinnvoll. Nee, ich will mal. Weil eigentlich wir können ja auch eigentlich erstmal so machen, oder? Ja, erst mal Geld verdienen. Wir müssen erstmal Geld verdienen, damit wir uns andere Sachen leisten können. Okay, so, der ist fertig. Mein Hafen haben wir uns überlegt, kommt hier in die kleine süße Lücke rein. Den kann ich ja schon mal. Ach, guck mal. Ja. Der Anleger, siehst du? Ja, dann haben wir nicht drauf geachtet. Möchtest du deinen nochmal neu gebaut haben? Ja, bitte. Gut, dann machen wir das gleich. Gleichberechtigung für alle. Wir wollen ja keine Wettbewerbsverzerrung hier haben, ne? Dann kannst du noch gleich in Vierfach bei mir bauen, genau. Passt. Na, Flughafen noch nicht, aber bald. Boah, so bald sehe ich das jetzt auch noch nicht. Da habe ich aber die Straße wahrscheinlich zu dicht dran gebaut, oder? Boah. Sauber. Alter Schöne. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es klappt. Gut, dann können wir ja eigentlich noch deinen Bahnhof, wollte ich gerade sagen, deinen Hafen anbinden an den Nahverkehr. Ja. Und dann können wir unsere erste Linie mal zaubern.
Unsere fünfte Linie, meinst du? Ja, erste Schiffslinie. Achso. Kannst du ja einen eigenen Pendelbus sogar durch die Gegend schicken, nur für den Hafen. Könnte ich. Ich weiß es aber noch nicht genau, wie ich das mache. Naja, wenn, dann kannst du ja kapazitätsmäßig einen Zopp hier hinsetzen. Ach ja, wir müssen auch abholen, ne? Ja, genau. Nicht, dass das in einem Drama endet, wieder mit völlig überfüllten Bushaltestellen. Strom aus. Danke. Ich nehme keinen Strom von dir. Das vermisst Manuel. So, Straßen, 10 Meter, städtisch, bauen, jetzt. Aber das ist gut, dann können sie nämlich hier über die Straße rennen und ich kann die vor. Das ist sehr gut gebaut. Sehr gut gebaut. Okay. Ich könnte theoretisch aber auch. Ich kann deinen Bus einmal rausschicken. Genau. Ich guck mal, wie viel. Alter Schwede. Ja, schon gut gefüllt. Also für den Stadtverkehr? Nur 180.000 Miese. Oh. Also das ist Bus. Ratzfatz gemacht. Also ich würde jetzt erstmal Buslinie verlängern, oder? Nee, die würde ich jetzt tatsächlich noch nicht dahin bauen. Dann sollen sie erstmal noch so fahren. Wie heißt denn das Ding jetzt hier? Da. Die Werft würde ich ganz gerne bauen. Ja, wo setzen wir die hin? Also ich würde meine hier tatsächlich auf der Insel setzen. Ja, in die Richtung? Ich würde sie ja in die andere Richtung setzen, nach draußen. Und dann ist das langweilig. Zumindest was offenes Wasser betrifft. Dass da die Schiffe 3 Tage brauchen, bis sie ausgedockt haben. Ja. Aber ja, gut. Dann drehen wir das um. Na gut, ich höre mal auf Manu. Hat eh meistens recht. Okay, dann brauchen wir jetzt eine neue Linie, ne? Ja, erstmal eine neue Linie. Linie Nummer 3. SL. Und zwar als eine Schiffslinie. AB. Enter. Einmal von der. Guck mal, was er schafft. Wow, easy. Sogar ohne sich selbst zu kreuzen. Ob die das auch verbessert haben? Ja, haben sie. Ja? Pathfinding wurde verbessert. Super. So, was gönnen wir uns denn als erstes Ruderboot? Ich bin auch sehr gespannt. Nee, das ist doch das. Haufen, Passagier, klein. Achso, Passagier. So, wir haben jetzt hier die Meridian Ferry, das ist ein bisschen grob doll bespannt. Die hätten wir 30 mit 27er km/h. Oder halt wirklich die Hovercraft. Ich glaube, die macht am Anfang am meisten Sinn mit wenig Fahrgästen. Wir können aber Typ Höchstgeschwindigkeit. Ja, da ist die mit 35 schon gar nicht so schlecht, ne? Ja, das ist die. Die Graf Zeppelin auch. Ja, 150 Leute. Ja, also das ist zu viel. Also ich würde 2 Hovercrafts da drauf schicken. Ich würde es für den Anfang auch tatsächlich machen. Und dann müssen wir halt gucken, naja, wie das alles weiterläuft. Ja, wenn es zu viele sind, dann können wir immer noch die Graf Zeppelin nehmen. Ja. Ich würde jetzt auch erstmal die. Alter Schwede, wir sind jetzt schon bei 13 Millionen nur noch, ne? Das heißt, wir haben schon 17 Millionen Schulden. So, und jetzt mache ich das, dass unsere Busse da auch hinfahren. Linie verwalten. Dann von Nummer 4. Fahren wir einmal hier raus. Doppeltes Süd. Genau. Das ist nicht kein doppeltes Süd.
sondern weil es so schön ist, Kantopolis Hafen. Ob wir die schon als Schiffsanleger haben, aber das ist auch okay so. So, einer fährt zu mir, einer fährt zu dir, das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann wissen die Leute auch, dass er was fährt. So, dann heißt es natürlich gleich jetzt mal Geduld beweisen. Ich gucke mir jetzt erstmal an, wie weit die hier jetzt noch, habe ich mir fast gedacht, wie weit die hier jetzt noch ausgebaut haben und werden wir noch die ein oder andere Straße noch gönnen. Geht immer noch nicht, geht auch noch nicht. Die nehme ich. Die wird verschoben. Mach's jetzt, bevor es zu spät ist. Ja, das kann nicht günstiger werden. Aber das ist mir alles zu teuer. Das möchte, das muss auch nicht. Gut, dann gucken wir es bei dir nochmal, ob bei dir noch irgendwas passiert ist. Nö. Nö, die behalten sich ja wenigstens gesittet. Was denkst du? So, gucken wir mal, hat die schon was für einen Hafen mit? Nö. Dürften sich ja eventuell dann die ein oder anderen mehr dafür interessieren. Was haben wir jetzt hier? Liniennutzung. Ne? Hier haben wir einmal Privatverkehr und einmal öffentlicher Verkehr. Haben wir 276 Einwohner. Und davon fahren 279 mit der Linie. Super. Ja, wir müssten nochmal bei mir gucken. Die Stadt hat sich Richtung Wasser ausgebreitet, ob wir da alle Häuser kriegen. Richtung Kaffee unten, ob die Haltestelle auch wirklich bis unten hin alles reicht. Ja. Nur zur Sicherheit. Und ansonsten wird die das, glaube ich, auch noch machen. Ja, zur Hälfte zumindest. Ja gut, die wird da hinten rum. Die geht bis hier unten hin. Sehr schön. Also da hast du ja so, auch die Straße hier ist neu. Mhm. Willst du das so machen? Nee. Nee. Habe ich auch gerade gedacht. Abrissbirne, Abrissbirne. Ja. Ja, dann zumindest den oberen Teil. Kaufen wir uns den Ring gleich mal. Achso, falsch. Ab daneben. Bisschen aus der Übung hier beim Abreißen. Ja, ein bisschen aus der Übung, genau. So, so dann noch kaufen. Kaufen wir uns den Ring, damit sie dann nicht noch irgendwie auf dumme Ideen kommen. Dumme Ideen kommen. Ich war vorhin im Chat so schön auf Twitch gestanden. Schuhsohleneinlage. So, deine Linie ist safe. Oder? Stehen hab ich außen vergessen? Nee, passt da. Passt da. So, bei mir. Können wir so lassen. Gut. Dann, Schauen wir mal, Schiffchen. Schauen wir mal, Schiffchen. Schiffchen hat noch nichts. Aber kommt bestimmt gleich was auf uns zu hier. Zwei. Ja. Sind das die ersten beiden? Ja, die steigen hier sogar aus. Haben wir hier. Da macht es ordentlich Minus. Wir sind natürlich auch echt in einem Jahr angefangen, was teuer ist, ne? Also da sei euch sicher, es wird nicht einfach. Ja, wir müssen da irgendwie noch so das Defizit runtergehen. Frage, wollen wir mal sagen, unsere Kreditsumme mal reduzieren, damit wir nicht so viel Zinsen zahlen? Das können wir gleich gerne machen. Wir können aber auch überlegen, ob wir Kohle und Eisen noch anliefern. Auch Bausteinchen und so machen. Ja. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber erstmal gehen wir jetzt runter und zahlen erstmal ab. Solange wir aber noch nicht viel einnehmen und sehr viel Geld ausgeben, wäre das eine schwere Nummer. Die beiden Schiffe waren am teuersten. Da kommt schon, Leute. Lauft ordentlich schnell hierher. Die sind aber auch gemütlich, die beiden. Ihr müsst euer Portemonnaie aber bereithalten. Das Schiff kommt schon. Oh, ist aber echt schnell, das Schiff. Ja, da kommt auch schon einer auf den Kai gelaufen. Ja. So, einer ist schon da. Der erste, der gleich einsteigt. Weet, bam! Erster Passagier.
echt interessieren, was das Ticket kostet. Wenn das nur einer ist, dann werden wir es gleich rausfinden, was ein Ticket kostet von Aschaffenburg nach Kantopolis. Ja, es bleibt doch einer. Dann finden wir das mal raus. Ja. Das Schöne ist am Anfang des Spiels, es bringt noch was, den Geschwindigkeitsindex zu erhöhen. Da tut sich noch was. Sie sehen aber verdammt nach 250 aus. 93. Ja. Wäre mal gespannt, ob er die 93 durchzieht. Dabei schwappern die Hovercrafts doch gar nicht so arg beim Fahren. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich fliegen sie ja, also sie fahren. Ja gut, sie haben schon eine Insel. Schon eine gewisse Bewegung, keine Frage, aber sie waren nicht so schlimm wie ein normales Schiff über den Ärmelkanal damals. Also ich habe beide schon gemacht. Sowohl Hovercraft als auch normale Fähre. Also wir werden sehr viel natürlich auf Schiffe zurückgreifen. Das heißt, die Einnahmen werden sehr langsam kommen und das wird die Herausforderung natürlich erhöhen mit dem Ganzen. Das macht das Ganze, glaube ich, nochmal um einiges spannender und wir müssen gleich halt wirklich sehen, wie kriegen wir Geld zusammen. Weil im Moment sieht es eher danach aus, als dass es schlecht aussieht. Ja, also so Baumaterial wäre jetzt schon nett schlampert. Ja, aber da musst du auch erstmal einen Abnehmer dafür haben. Kantopolis will noch nicht. Ja, meine wollen ja. Deine wollen, den müssen wir aber erstmal dahin kriegen. Dafür müssen wir uns ein teures Schiff kaufen, noch einen Hafen bauen, noch eine Linie erstellen und noch einen Hafen bauen und dann bei mir noch verteilen. Ja, genau. Oh. Achtung, Einschlag. Was fühlt sich? Willst du noch eins kaufen? Und wie viel waren wir? Ah. Oh, 50. Aha, da gibt es noch einen Bauernhof in Singapur. Jo, Schiff voll. Mhm. Anderes Schiff auch schon voll? Wir gucken auf Linie. Jo. Ja, das heißt, wir könnten uns ja gegebenenfalls... Da muss noch eins, ja. Mindestens eins, eher zwei. Langsam kleine Brötchen backen, Manu. Das ist nicht alles so einfach so. Achso, ich könnte auch einfach auf die Linie gehen, ne? Nur noch eins da, kopieren. Wo ich eben da so war. So, da. Hm. Fahrzeug verwalten. Ich muss erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Eine Kopie. Ich habe leider nicht genügend Geld. Also wir müssen noch mal was leihen und dann noch mal kopieren. Auch nicht. Was kostet so ein Ding? Teures Spielchen hier, ey. Aber wir wollen natürlich die Siedlungen zusammenbringen und vielleicht haben dadurch jetzt auch unsere Nahverkehre... Alter, da kommen die nächsten angewatschelt. Mhm. Details, ne, Liniendetails, ne, 133.000. Also die Schiffe müssen das jetzt rausreißen. Ja, dann wäre mir interessant, was das volle Schiff da drüben dann bringt. Oder hier. Da müssten wir eben ja eigentlich Finanzen... 18? Achso, ne. Da war doch eben voll. Ne, das war der andere. War noch nicht voll. Schiff 1 war nicht voll, Schiff 2 hatte ein Passagier. Auf dem Hinweg. Ach so, der hat auch eben erst eingeladen. Ja, der hat eben auch erst eingeladen. Stimmt, der hat. Der müsste dann ja Einnahmen. Genau, er hatte den einen. 9.300. Oh, ist so ein Schnapper, ne? Was? Das sind dann 180.000 pro Fahrt. Könnte was werden. Wenn Fahrten, da ist das Brötchen raus. Und der Bus hat jetzt auch schon Passagiere. Vom Hafen. Genau, zum also und vom denn. Hafen, ne? Ja. Also wir fahren einmal zum Hafen und natürlich muss der das dann auch abholen und wieder verteilen. Also das ist schon nicht uninteressant. Ich bin sehr gespannt. Ich drehe nochmal ein bisschen die Geschwindigkeit hoch.
Ihr wisst, das mache ich sonst ja eigentlich nicht, aber das ist jetzt einfach im Moment natürlich eine zähe Zeit und ich möchte gerne gucken, wie wir das da machen. Ja. Und 186.000, ja. Machen wir direkt. So, Würfel bleiben stehen, weil das zweite Schiff wartet da hinten ja schon auf Rede. 25 bleiben stehen. Das nächste Schiff wird auch schon wieder voll was da rum. Das heißt, das, was hier jetzt kommt, gerade frisch gekauft, das fährt jetzt auch dahin. Heißt, der hat jetzt schon Plus gemacht, die Linie macht das erste Mal Plus. Nachdem sie zwei Monate Miso gemacht hat. Okay, also das läuft jetzt langsam vor sich hin. Oh, das haben sie auch gut geregelt. Wo? Oh. Was? Kann man das überhaupt leisten? Oh, 300.000 haben wir. Dann bauen wir die noch. Na, zweimal Schiff angekommen, 280.000. Wenn es die Querstraßen sind, dann schon mal. Oh, das könnte man auch gut verbinden, ne? Ja, würde ich auch machen. Gleich das teuer verdiente Geld wieder weg, doch. Das bot sich einfach mal so an. Okay, wir können ja mal gucken. Wir brauchen ja gar nicht jetzt viel Geld hier ausgeben. Wir können ja das einfach nehmen, die Straßen, die da sind. Ja, und dann ein paar LKW. Dass wir einfach sagen, wir bauen hier. Boah, ein Depot ist immer gleich schon teuer, ne? Mhm. Okay, wir könnten aber auch ein einseitiges Depot nehmen. Ja, wir könnten auch anfangen, ne? In der nächsten Folge das anfangen. Stimmt, wir sind dann schon am Ende der Folge angekommen. Okay, Manu hat recht. Ich hatte eben schon gesehen, 40 Minuten sind bei 42 Minuten für eine erste Folge. Super. Mhm. Ich finde, es läuft wirklich überraschend gut. Die Kreditsumme weg. Aber die Kreditsumme, die ist schon noch eine Hausnummer. Also wir sind, wir haben Schulden von 20 Millionen. Die müssen halt noch weg, ne? Mhm. 10 Millionen haben wir ja schon mal wieder zurückgezahlt. Wird nicht einfach, kann ich euch sagen. Wird wirklich nicht einfach. 120.000 minus. Guck drüben nochmal flott nach. 226.000 minus. Ja, das ist so. Aber ich finde es auch okay so. Haben wir noch ein Schiffchen? Da kommen noch welche. Das ist gut. Okay. Ich habe das Regelwerk euch jetzt, glaube ich, kaum noch erzählt. Doch, ich habe euch das erzählt, ne? Ich glaube schon. Okay. Ja. Wie gesagt, wer bis hierhin geguckt hat, ab Folge 10 gibt es diese Karte auch zum Download ohne Industrien und ohne Städte. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst das Däumchen nicht und dann schauen wir wieder weiter zu einer weiteren Folge in der neuen Staffel 6 hier auf Kante zockt. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.